herzlich willkommen zurück zu Evoland 2. Hallo Leute, wir sind heute beim ersten Bosskampf. Leute, wir sind beim Wächter des Waldes angekommen. Und eigentlich wollten wir hier herausfinden und abchecken, was mit uns so abgeht. Weil hier wurden wir gefunden in dem Wald. Aber urplötzlich kamen so drei ganz mysteriöse Gestalten, die sehr stark nach Dämonen aussahen. Und haben hier den Wächter des Waldes ein bisschen, keine Ahnung, crazy gemacht oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall will er uns jetzt bashen und Leute, wir machen uns jetzt ready für den epischen Fight mit dem Hüter des Waldes. Oh mein Gott, er lacht. Guck mal, wie er lacht. Er ist so glücklich. Er ist so glücklich, dass er der Hüter ist. So, wir laden mal unseren Schlag auf und bashen da mal richtig rein. Und werden einfach von jedem scheiß Ding hier getroffen. So, zack, zack. Immer schön ausweichen. Wow. Und jetzt nochmal einen vernichteten Schlag. Moment. Zack. Kein Problem, Leute. Der war easy. Ich glaube, das war der Wächter des Waldes jetzt, ne? Er ist jetzt ein toter Wächter des Waldes. Level up. Sehr schön. Wow. Und hoch geht's. Der gute Kurono hat wieder Level up. Oh, Mann. So, was ist hier denn jetzt los? Hallöchen. Der Magilit leuchtet. So habe ich ihn noch nie gesehen. Ist das etwa, wovon diese Dämonen sprachen? Hier steht etwas geschrieben. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet. Thematis Rolot Mus Pimerol. Nee. Rückwärts gibt's auch keinen Sinn. Ich wollte es nur mal getestet haben. Oh Gott, was passiert hier? Es leuchtet! Was zum Henker? Wow! Alter, das kenne ich auch irgendwoher. Das kenne ich irgendwoher, Leute. Aus irgendeinem Spiel, da gibt's auch so ein... Ah Gott, keine Ahnung woher. Das ist so gut. Geil. Sorry, Leute. Dieses scheiß Spiel, ich muss immer so grinsen, wenn es ist so gut. Tut mir leid. Was? Was zum Teufel war das? Ich fühle mich irgendwie anders, weniger detailliert. So gut. Was ist mit euch, Kuro? Ihr auch? Wo sind wir denn jetzt? Sieht ein bisschen aus wie der Grimmorwald, aber irgendwie ist irgendwas ist anders hier. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Wie dem auch sei, die Dämonen gefährden mein Dorf. Wir müssen hin und alle warnen. Glaubt ihr findet den Weg wieder? Ja, Mann. Also gut, Okay, Moment. Ich muss ja wieder ein bisschen zusammenreißen hier, ganz ehrlich. So. Also gut, ich vertraue euch. Brechen wir auf. So, jetzt mal wieder ein bisschen ernster hier. Leute, wir sind in der... Wie viele Bits sind das jetzt hier? Keine Ahnung. 16? Keine Ahnung. So, oder vielleicht nur 8? Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit sowas echt nicht aus. Es sind weniger Bits auf jeden Fall. So, wahrscheinlich können wir mit unserem Megaschlag durch den Baum da durch. Ja, das war zu erwarten. Safen mal kurz. So, und dann bin ich... Ah, jetzt ist so gut. Jetzt sind wir hier echt... Jetzt sind wir hier ein bisschen undetaillierter. Und wir können nicht mehr über den Fluss drüber. Ah, das war im alten Spiel genauso, dass man in den verschiedenen... wie nenne ich es? In Bit-Äras. Wie ist die Mehrzahl von Bit-Ära? Egal. Dass man da halt in verschiedenen Umgebungen nur kann und so. Ist ganz cool gemacht eigentlich. Bringt ein bisschen Tiefgang in das Ganze. So, wir schlagen uns mal hier durch die Monster durch. So, hier rechts waren wir da eigentlich schon. Einfach mal alles klein hauen. Das ist doch diese Bit-Ära, von der wir auch kamen, ganz am Anfang. Vom Tutorial. Tutorial sah es, glaube ich, genauso aus wie hier. Na gut. Eichhörnchen, du siehst aber immer noch komisch aus. Tut mir leid. Auch weniger Pixel machen dich nicht hübscher. So, aua, don't do this. Bam, bam, immer alle schön, alle Gegner schön mitnehmen, wie es in Rollenspielen typisch ist. Du bist kein Gegner, okay.
Oh, Moment. Das bringt zwar nichts, aber haut's doch mal kaputt hauen. Oh, es bringt doch was. Ah, I got it. I got it. So, aber erstmal hier abchecken alles. Den guten Baumschwampf. Baumstampf. Tut mir so leid, Leute. Ich bin total gaga gerade. Kann man da draufschieben? Ja, das war zu erwarten. So, wunderschön. Und die gehen mit einem Schlag schon kaputt. Das ist auch wunderschön. So, und noch ein Checkpoint. Ach, ist das so nice. Blam, blam. Also diese komischen Teile da bringen uns quasi verschiedene Zeitepochen, sagen wir mal so. Bestimmt kommen wir dann auch noch weiter in die Zukunft später, so in diese 3D-Gefilde wieder. Ach, ich freue mich. Leute, ich freue mich so sehr. Es wird so schön. Komm her, du bist doch tot. Und gleich wieder ein Level up, Leute. Geil. So, du bringst mir mein Level up. Haha. Level 4, ne? Jawoll. Und saugut. So und nicht anders gehört sich das. So, komm, du bist doch gar kein Gegner mehr für mich. Bam, bam, bam. Und hier gibt's sonst nichts mehr. Bam, 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 bam. Oh, Moment, da unten sind Gräser. Und wir wissen ja, Gräser muss man alle kaputt machen, weil da gibt's Geld und so. Oh, was ist denn hier? Nein, da komme ich nicht durch. Dafür brauche ich Bombs oder so irgendwas. Stimmt. Ja, das war zu erwarten, dass es nicht geht. Dann erstmal, Moment. Na komm, lade. Schneller. Pow. So, erstmal darüber. So, bestimmt. Vielleicht rollt der Baumstamm ja die Dinger kaputt. Auch wenn ich es nicht denke. Doch, okay. Hab nichts gesagt. Und den Gegner auch noch platt gemacht. Sehr schön, sehr schön. Bam. Und hier geht's weiter. Ach, ist so geil. Moment, ist da unten noch irgendwas gewesen? Oh, hier ist Money. Wir dürfen kein Geld vergessen, Leute. Geld ist wichtig. Dum, badum, bam, bam, bam. Zam. Dum, bam, badum. So, dann müssen wir auch gleich eigentlich wieder am Eingang sein des Dorfes. Und da bin ich ja mal gespannt, wie es dort aussieht jetzt. Bestimmt voll cool. Und hör mal auf mich hier dauernd. Oh, mit einem Schlag kriegen wir sie weg mittlerweile. Sehr gut. Dum, bam, bams. Energy. Bams, bams. Mann, der Wald war größer, als ich in Erinnerung habe. Aber hier ist Ende, ne? Yeah. Ach genau, hier sind wir ja auch erstmal. Oh, hört mal die Mucke, Leute. Die Musik. Oh, mega cool, oder? Ah, die Mucke ist geil. I like the Mucke. Geh da rein. So, was geht denn hier ab? Sehr friedlich. Wir können aber jetzt rechts rausgehen, habe ich gesehen, ja. Hallöchen? Leicht verwirrt anscheinend. Na, alles klar. Mein Dorf! Wo ist es? Mein Vater! Meine Freunde! Sie sind alle verschwunden! Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Es muss eine logische Erklärung geben. Mein Papa hat immer gesagt, für alles gibt es eine logische Erklärung. Ich hoffe, sie hat recht. Es ist ganz so, als wäre mein Dorf nie da gewesen. Yo, Kuro, wir haben eine... Was? Habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist? Ja, so ein bisschen. Ach, wirklich? Na, wenn das nicht ermutigend ist. Ja, ich würde es ja gerne erklären, aber du fragst ja nicht. Das muss mit unserem Kampf gegen den Hüder zusammenhängen. Vielleicht haben sie in den Bergen Schutz gesucht. Lasst uns dorthin aufbrechen. Ich bin mir sicher, dass allen gut geht. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt. Oder das Dorf eventuell in dieser Pixel-Ära nicht existiert. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um hier. Kann ja nicht schaden. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, das Dorf war schon mal hier. Aber es gibt's einfach nicht in dieser Pixel-Ära. Sorry. Kann man da eigentlich drüber? Bam und so? Nee, okay. Irgendeine Idee, wie ich da rüberkomme? Anscheinend brauchen wir noch eine Fähigkeit, um übers Wasser zu springen. Die hab ich noch nicht. Ich bin noch nicht Jesus-like.
Bäm, bäm. Au. Was ist los? Bäm. Kann ich da irgendwo... Ah, da geht's lang. Ein bisschen die Gegend erforschen hier, bevor wir hier rausgehen. Kann ja nie schaden eigentlich. Hm, da ist eine Truhe. Nice, Sü. Ein Stern. Geilo. Da bin ich ja mal gespannt jetzt, was hier noch passiert. Erstmal den Schleim kaputt hauen, da fühle ich mich gleich viel besser. Aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts zu sehen. Ah, guck mal, hier ist doch das Dorf. Das Dorf, in Anführungszeichen. Hier ist der Holzhack Heiko. Who knows the Holzhack Heiko? Erstmal da rein, ich kann da nicht rein. Okay, dann rede mit mir. Sieh mal einer an. Wir bekommen hier nur seltenst, einen äußerst seltenen Besuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, wa? Ah, jetzt verstehe ich das. Diese Ära, diese Pixel-Ära spielt noch vor dem Krieg. Das ist cool. Das ist cool. Nun, dann lauft ihr wohl vor etwas anderem davon. Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Hier sind wir fernab von dem ganzen Chaos. Jedenfalls bin ich deswegen hier geblieben. Was? Sonderbar, er erinnert mich irgendwie an meinen Vater. Ist das vielleicht ein Vorfahren von ihrem Vater? Jedenfalls stammt er nicht aus meinem Dorf. Und scheinbar weiß er auch nicht, warum es verschwunden ist. Das ist so gut. Psst, Kuro, lasst euch von ihm nichts erklären. Der Krieg ist schon lange zu Ende. Ich habe eher den Eindruck, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Nee, ich glaube, du checkst gerade nicht, was hier passiert, Kleine. Ach, ja, ist schön. Das freut mich alles. So, gibt's hier noch irgendwas? Kann ich hier raus? Nö, ich kann bloß bei dem Weg raus. Na gut. Dann wollen wir mal in Richtung See. Ich habe natürlich kein Schiff, deswegen wird es auch nicht funktionieren, ne? Ja, war zu erwarten. So, dann wollen wir mal gucken, wo es hier überall lang geht. Oh, die Welt steht uns offen, Leute. Naja, eigentlich nur hier der Weg, aber egal. Gibt es hier vielleicht auch Kämpfe auf der Oberwelt? Das ist ja so witzig. Aber es sieht nicht so aus. Na, dann erstmal hier in das... Was? Graubeerpass. Graubeerpass. Leute, manchmal bin ich echt so blöd zum Lesen. Natürlich der Graubeerpass. Pardonge. I'm a little bit doof. So, let's go. Oh Gott, es sind echt Bären. Hi. Au, Alter. Alter. Wie viele Schläge braucht ihr? Ich mein's ernst, geht weg. Okay, die geben aber, hoffe ich mal, gut Erfahrung. Auch wenn die mir gerade gut Schaden machen, die Kollegen. Und irgendwie erinnern mich diese ganzen Bäume hier gerade und auch diese Bäume mit Schnee an Pokémon. Da gab es doch ähnliche Sprites, also ähnliche Bäume, oder? Alter, hier sind echt viele Gegner, was ist denn hier los? So, zack, zack, alles schön einsammeln. Aha, da kommen wir gleich da drüben raus. Bist denn du? Ernsthaft, was zur Hölle war das? Hier da rein, dann gehen wir da rein. Moment. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Haben sie gedacht, sie wären clever mit so einer Aktion, ne? Ja, nee, ist klar. Haben sie gedacht, sie verarschen mich. Doch ich lass mich nicht verarschen. Nochmal den gleichen Spaß? Ja, war zu erwarten. So, so und so. Okay, gut. Bam. Na komm doch. Na komm doch, du kannst nämlich keine Treppen gehen, so wie es aussieht. Haha. Hab ich mich mal kalt gemacht, Kollege. Voll den Husten gerade, was denn los? So, komm, Bär. Zack, zack. Mann, wir haben voll viel Geld. Wir müssen uns mal dringend neue Weapons kaufen und so ein Kram. Alter, kannst du mal aufhören? Ich mein's ernst. Oh. Hier braucht man Bomben. Oder diesen Hammer da links. Da ist irgendein Hammer. Was zur Hölle ist denn das? Komplett eingerostet. Nur ein fester Schlag. Gott. Nur ein fester Schlag wird ihn bewegen können. Ja, schlag schon mal drauf. Ah, ein fester Schlag. Aha, das war gar kein Hammer. Das war ein Schalter, der Risse in die Wände macht. Natürlich. Kennt man. Gibt's überall. Haben wir auch hier bei uns.
So, Moment, wo geht's hin, wenn ich da reingehe? Also das hier ist ein normaler Tor. Der verarscht uns also nicht. Das ist schon mal sehr freundlich. So, hier ist noch ein Weg, habe ich gesehen. Wie komme ich denn da hin? Wo ist der Schalter dafür? Da ist noch eine Tür und da sind zwei Bären. Oh, gleich gibt's ein Level Up, Leute. Und ich bin gleich tot, sehe ich, Leute. Das ist auch nicht so cool. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Level Up. Level nicht ab. Haha, ich kann dich von hinten töten. Und ihr könnt mir gar nichts. Muhaha. So, und ich aktiviere mal auch mal noch schnell. Zerfäm. Okay, man kriegt nicht mal angezeigt, wo das was macht. Aber wahrscheinlich macht es auch noch gar nichts, weil ich wahrscheinlich beide Schalter aktivieren muss und hier noch einer ist. Ja, okay. Ah, fuck. Ich bin tot. Meep. Ich bin tot. Oh Gott, aber ich verliere meine Erfahrungspunkte nicht. Das finde ich schon mal sehr freundlich. Okay, Leute, wir müssen nochmal von vorne, weil ich leider Gottes gestorben bin. Diese Bären sind echt nervende Gegner. Okay, ich muss hier ein bisschen mehr mich konzentrieren. Bei diesen Bären hier. Vielleicht einfach mal ein bisschen auf Distanz warten und schlagen. Das hilft, glaube ich, mehr. Aber hier mit dem Level-Up sind wir auch geil. So, hier mal zwei Stärke, zwei Verteidigungen. Jetzt kann ich auch die Bären besser bashen, bestimmt. Gucken wir einfach mal. So, zack, zack, zack. Einfach mal durch. Moment, da. Mann, hier sind aber auch echt viele Gegner. Ah, mit zwei Schlägen sind sie jetzt kaputt. Das ist gut. Aber die bringen auch noch kaum noch Erfahrung. Aber so ein bisschen schon noch. Kannst du damit aufhören? Kollege, ich mein's ernst. Komm her. Geh doch. So. Kling. So, ist der Schalter noch aktiviert? Ich denke mal schon. Oh, jetzt bleib ich mal hier stehen. Und warte, bis sie zu mir gerannt kommen. Das ist eine bessere Taktik, glaube ich. Ja, die klappt um einiges besser. So, der eine Schalter müsste noch aktiviert sein. Das heißt, wir müssten jetzt einfach nur noch den aktivieren. Und dann haben wir es. Rätselslösung. So, ihr Wirbelwind-Viecher seid ein bisschen stressig. So, wie komme ich eigentlich... Hä? Moment. Wie komme ich denn da durch? Hä? Moment. Vielleicht kann ich da einfach durchbashen von hier aus. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Haha, hat geklappt sogar. So, was nun? Moment, ist der Schalter aktiviert? Hä? Verstehe ich nicht. Hat es das gebracht oder nicht? Ah, es muss ein bisschen schnell gemacht werden, deswegen. Okay, cool. So, wollen wir mal gucken, wo es hier lang geht. da geht's rein, ne? So, sehr schön. Ah, Mann, nicht wieder unnötigen Schaden nehmen jetzt. Komm schon. Ach, komm. Kollege, ich mein's ernst. Meine Scheißspinne hier. Mann, die trifft man aber auch nicht. So. Tod der Spinnen und so. Moment, da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Bringt alles nicht so viel bisher. So, zack, zack. Es geht auf Zeit bestimmt. Hat aber gereicht. Haha, und der nächste Gang ist open. Moment, war da oben? Ja, da oben kam man raus, ne? Okay. Ich muss die Orientierung behalten. Oh, Checkpoint. Das sieht so aus, als ob es hier gleich einen Kampf gibt. Erstmal speichern. Was sagt die Zeit? Wir haben noch eine Minute. Ach komm, wir gehen noch ein bisschen weiter. Kann man die rollen? Oh, kann man kaputt schlagen. Natürlich. Steine schlägt man mit einem Schwert kaputt. Passiert da irgendwas gleich? Eieieiei. Das ist ja unfair. Ah, kaputt hauen kann ich es aber. Oh wow, aber auch wenn es eine dumme Idee ist irgendwie. Abhauen ist eine bessere Idee. Geh. Ja. Tschüss. Gib mir Energie, bitte. Was ist denn hier los? Zu viel Steine. Ich bin ja voll stoned. Witzig. Oh, komm schon. Ich will jetzt nicht nochmal von ganz unten anfangen müssen. Echt nicht. Das wäre voll uncool und so. Das wäre unknorke. So, da geht's rein. Aha. Der letzte ultimative Schalter, der anscheinend zu einem Boss führt.
Leute, im nächsten Part. Oh Gott. Im nächsten Part versuchen wir nicht von rollenden Steinen zu sterben. Und werden wahrscheinlich einen Boss machen müssen. Ich bin gespannt, Leute. Auf jeden Fall wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Evoland. Bis dann. Tschaußen.